Boah, jedes Mal dasselbe. Ja, da kann ich mir auch kein Tränchen verkneifen. Vor allem, wie er nicht auf die Tür kommt, obwohl genug Platz gewesen wäre. Ach, Jack and Rose, Titanic. Das halte ich heute kein zweites Mal mehr aus, Melissa. Okay, ich mach dir als Trost jetzt einfach schön Zwiebelringe und Mozzarella-Sticks. Ja, bitte. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Am 17.10. ist der Home Movie Day und damit ihr dafür bereit seid, haben wir ein paar Snacks für euch vorbereitet. Und zwar machen wir Mozzarella-Sticks, Zwiebelringe und den passenden Dip dazu. Außerdem fliegen zwischendrin noch ein paar Filmfragen rein. Ganz passend zum Thema und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Denn es ist sehr einfach. Das ist eine große Zwiebel. Ja, wir machen ja auch große Zwiebelringe. Oh, Achtung! Ah. Ja, okay, hier. Ah, da ist er. So, was haben wir denn hier? Welche Serie habt ihr zuletzt gebinged? Gebinged? Ich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht so der Binge-Watcher. Ich auch nicht, deswegen überlege ich gerade. Also auf jeden Fall durchgezogen. Es hatte aber auch nur eine Staffel, muss ich sagen. Aber es war so, da hatte ich richtig Bock drauf, war Duty and Shame. Den japanischen Namen kriege ich nicht hin. Hajigiri, glaube ich. Oder Giri Haji. Und das ist so eine japanisch-britische Koproduktion, Krimiserie, super noir, mega geil, coole Charaktere. Ich habe geguckt, Devs, geht sehr arty los, so ein bisschen eine ganz leicht entfernte Zukunft und es geht um so ein Tech-Unternehmen und sie machen so eine, vielleicht, oh, ich kann gar nichts sagen, weil ich sofort Spoiler. Also ja, es ist ein bisschen arty und es ist sehr, sehr entschleunigt. Aber es wird ziemlich krass hinten. Ah. Also kann man sich mal gönnen, wenn man sowas mag. Ihr könnt die Fragen natürlich auch gerne beantworten. Unten in den Kommentaren einfach so, das ist jetzt Frage Nummer 1. Das heißt, zack, beantwortet das. Und dann Frage Nummer 2 direkt hinten dran. Und wenn ihr eh auf dem Weg dort nach unten seid, vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht lange getan habt. Und die Mozzarella-Glocke zu bimmeln. Richtig. So, wir machen hier ein paar vorsichtige Schnitte, weil wir wollen die Zwiebel ja im Ganzen haben. So, der Mozzarella kann hier erstmal ein bisschen abtropfen. Oh, das ist irgendwie ein bisschen satisfying, wenn man den so drückt. Ja, macht das Spaß? Herzmassage. Und jetzt schneiden wir hier raus Ringe, weil wir wollen ja Zwiebelringe. Okay, ich mache Streifen. Zwiebelringe dürfen auch ein bisschen breiter. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Ringe rauspopeln. Was ist dein ultimativer Home-Movie-Snack? Mein ultimativer Home-Movie-Snack. Ich glaube, ich stehe auf Nachos. Aber wenn jemand Bock hat und macht so richtig geiles Popcorn, ist auch schon geil. Okay, süß oder salziges Popcorn? Salzig. Am besten finde ich es aber tatsächlich jetzt gemischt. Ja, ich auch. Süß und salzig gemischt. Ich bin auch immer, wenn jemand mit mir ins Kino geht, ich so, welches nimmst du? Und wenn die Person dann sagt, dies oder das, nehme ich immer das Gegenteil. Ich frage einfach mittlerweile, können Sie mir das mischen? Oh ja, und dann ist es ganz geil. Oh! Oh! Yay! Willst du diesmal aufmachen? Okay. Geht doch. Gibt es einen Film, in dem ihr gern mitgespielt hättet? Und wenn ja, welcher? Oh, shit! Boah, also alles Star Wars, Star Trek. Du hast nur einen. Ich habe nur einen einzigen? Ja. Okay, dann hätte ich gerne in irgendwas mitgespielt, was so voll iconic ist. Matrix hätte ich geil gefunden. Matrix, sehr geil. Ich glaube, das ist nicht mein Favorite-Film, aber ich glaube, es hat mega Bock gemacht. Also selbst als Statist ist Herr der Ringe. Ja. Halt, weil du diese ganze, weil die ja wirklich noch mit Kostüm gearbeitet haben. Aber ich glaube, jeder Film, die so richtig noch mit Kostüm und Prosthetics und sowas arbeiten, ich glaube, das ist richtig geil als auch als Nebendarsteller auch. Einfach nur, keine Ahnung, ich bin ein Zombie unter vielen, aber es ist mega geil, weil du einfach nur richtig abacten kannst. Boah, und bei Marie Antoinette hätte ich auch gerne mitgemacht. Und hättest du gerne die Marie Antoinette gespielt? Ja, vor allem, weil die sehr wenig Text hatte. So, dann können wir schon unsere Panierstraße anfangen. So, Semmelbrösel, das ist die Außenseite. Mehl. Genau, in die nächste. Die Innenseite. Genau, wir machen quasi Mehl, Ei, Mehl, Ei, Panade. Aber es unterscheidet sich beim Ei, weil bei mir kommt noch Paprika und Knoblauchpulver mit rein. Aber wenn ihr zu faul seid, könnt ihr natürlich dieselbe Eierschlotze für beide benutzen. Voll. Zu mir kommt jetzt noch ein Schlückchen Milch. Pfeffer und Salz kommt bei uns beiden rein, Ja. Wenn du hier Paprikapulver reinschmeißt, mach dir auch ein bisschen Salz rein. Das ist ja sehr, sehr nett. Nicht wahr? So, du hast Knoblauchpulver dazugegeben. Ich mache hier noch mal ein bisschen Pfeffer rein. Und dasselbe Spiel kommt bei mir jetzt mit rein. Ja, das sieht wirklich aus wie ein gekochtes Ei gerade, ne? Boah, das könnte jetzt aber auch irgendwie so eine Landschaft in Neuseeland sein, wo die Hobbits langlaufen. Das stimmt.
Soll ich bei dir mitverquirlen? Boah, jetzt sind wir wie ein Rührgerät. Ja, ne? Manuelles Rührgerät. Ja, nur nicht so gut. Ja, der Mozzarella ist halt leider sehr rund, ne? Ich glaube, ich schneide jetzt hier noch ein bisschen den Kopf ab. Was heißt hier leider? Der ist handlich. So, ich esse das jetzt hier auch noch. Das verstehe ich. Wir haben jetzt hier unseren Wok und weil wir das Ganze frittieren, kommt da jetzt Öl rein. Und zwar richtig ordentlich viel. Aber keine Sorge, das könnt ihr später einfach wieder verwenden. Das heißt, wenn es abgekühlt ist, einfach wieder abfüllen. Und dann kann es für die nächste Runde auch dienen. Aber jetzt brauchen wir wirklich ordentlich, damit wirklich auch das Öl, unsere Zwiebelringe oder Mozzarella-Sticks halt ummanteln und wirklich so zack, alles verschließen. Oh, Achtung! Ah. Oh. Mila kann lachen! Voll ins Öl! No! Naja, ist ja zum Glück noch nicht heiß. Tja, wer sich das mit dem Konfetti hier ausgedacht hat. Oh, was ist euer absoluter Lieblingsfilm? Oh, easy. Blade Runner. Der Originale und dann direkt danach Blade Runner 2049. Boah, das ging schnell. Das ist, also das steht sowas von fest. Also ich mag zwar auch ganz viele andere Filme, aber Blade Runner, das hittet mich auf so vielen Ebenen. Setting finde ich genial, der Soundtrack Vangelis. Set-Design, die Kostüme, ja, alles so. Krass. Der Film ist ein bisschen sperrig, muss man sagen. Also ich habe so zwei Anläufe gebraucht, wo ich dann gesagt habe, aber so beim zweiten Mal hat er mich richtig gehittet. Bei mir ist es ein japanischer Film, Surprise. auf Japanisch heißt er Shimotsuma Monogatari, also das Märchen von Shimotsuma. Und ich glaube, wenn man den hier gucken will, heißt er Kamikaze Girls. Hm. Und es geht um so zwei Mädels, auch ein ganz bisschen coming of age. Und die eine hat immer so Lolita-Sachen an und die andere ist in so einer krassen Biker-Gang. Und die freunden sich so ein bisschen an und es gibt sehr viel coole Musik, die Klamotten sind mega geil und ja, das hat einfach genau mich getroffen in dieser Zeit und jetzt eigentlich immer noch. Ja, das verstehe ich total. Also es ist so ein bisschen bei Filmen, finde ich, ist auch wie bei Musik natürlich so, manchmal brauchst du den richtigen Zeit und den Ort, wo du einen Film siehst und denkst so, ja, boah, das flasht mich gerade richtig um, kriegt mich so total auf dieser Ebene. Voll. Und also, dann bleibt das. Wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ist euer absoluter Lieblingsfilm? Genau, das war jetzt Frage Nummer 3, glaube ich. Ich fange mal an, die Mozzarella-Sticks. Wir haben ja schon sehr oft paniert, aber ich sag's nochmal zur Sicherheit. Erst das Mehl, dann das Ei und dann die Semmelbrösel. Ausgezeichnet. So, während du da so fleißig panierst, werde ich unseren Dip mal vorbereiten. Das ist einmal Creme Fraiche. Findest du, zu Hause Filme gucken, hat das ins Kino gehen abgelöst? Ja, abgelöst glaube ich per se nicht, aber ich glaube, es ist noch einfacher geworden. Dementsprechend, ja, in gewisser Weise schon, aber das Feeling kriegst du ja nicht. So, mhm. Also es geht ja schon ums Feeling. Und gerade wenn man auf so in kleine Kinos geht, finde ich auch geil. Da hast du eher dieses Zuhause-Gefühl, aber mit großer Kinowand. Ja, das stimmt. Es gibt so ein Kino in Berlin. Ja. Das ist auch so ein super Indie-Kino und die haben nur einen Ofen. Da gibt es keine Heizung. Heißt, wenn man im Winter da hingeht, kriegt man so eine Decke. Nee. Ja. Knoblauch ab hier schön reingepresst. Oh yeah. Geil. Ihr könnt ja natürlich auch ganz fein hacken, aber so ist er halt so richtig, richtig fein und geht so überall in jede Pore vom Creme Fraiche, verteilt sich schön. Und jetzt schneiden wir noch ein bisschen Petersilie klein. So, Petersilie kommt in unseren Dip. Nur noch umrühren und dann ist er auch schon fertig. Okay, der letzte. Perfekt. Wie ist das Öl so? Ich checke mal. Ich glaube, es ist sehr heiß auf jeden Fall. Guck mal, wir haben hier richtig schöne Blasenbildung am Schaschlikspießchen. Das heißt, das ist gut. Und sobald wir die Zwiebelringe, damit fangen wir an, dazugeben, kühlt das Öl eh erstmal ein Stück herunter, weil eben was Kaltes in das Warme reinkommt, dann droppt die Temperatur. Deswegen nicht alles auf einmal kippen, sonst wird es nichts. Zack, Achtung, jetzt geht's brutzeln los. Oh, yay. Jawohl. Oh, aber die kriegen schon direkt gute Farbe. Ist noch Platz. Geht auf jeden Fall ratzefatz, wie ihr seht. Weil die ersten hier, die kriegen schon eine schöne Farbe. Aber das wird eine knusprige Angelegenheit. Ich finde das geil, wie du das wie so Tour de France oder so moderierst. Ja, ne? Das wird eine knusprige Angelegenheit. Oh, jetzt kommt die nächste Kurve, das wird schwierig. So. Oben rechts. Der hier? Oh, oben rechts müssen wir mal beobachten. Oben rechts zieht vorbei. Jawohl. So, ich glaube, der hier. Ja. Der sieht doch schon gut aus. Ach, guck dir das an. Geil. Ist nicht so schlimm, wenn an manchen Stellen halt keine Panade mehr ist. Das ist halt homemade. So. Ja. So. Perfekt. Oh. Ich gebe dir den Schaschlikspieß, aber mach's bitte ganz weit weg von der, okay, Pfanne auf. Ja. Puh, das war wieder ganz schön knapp. Welchen Film habt ihr zuletzt gesehen?
Weißt du es auf Anhieb? Nee. Hast du nicht Tenet oder sowas gesehen? Ah, stimmt. Ich habe tatsächlich im Kino Tenet gesehen. Und? Der war gar nicht mal so gut. Ha, das ist enttäuschend. Ja, voll. Welcher war der letzte Film, den ich gesehen habe? Oha. Ich würde sagen, da kommt gerade ein bisschen Wasser heraus. Also drehen wir ein bisschen runter. Mach nicht so viele auf einmal. Ja, wollte ich gerade sagen. Weil der Mozzarella hat einfach ein bisschen mehr Wasser. Und wenn Wasser und Öl zusammenkommt, verdunstet das Wasser schlagartig und es fängt an zu spritzen. Hm, das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Midsommar habe ich als letztes gesehen mit meiner Schwester. Der ist mega geil. Wahnsinnig gute Bildsprache. Ja. Musik? Musik auch super, aber als Horrorfilm fand ich ihn nur mittelmäßig, muss ich sagen. Also, da habe ich schon bessere Sachen gesehen, also vom Horrormäßigen, aber Filmarbeit wahnsinnig gut. So, zack, schnell raus. Oha. Ja, okay, wir tauschen mal. Ja, ja. So, heraus. Ich würde sagen, wir räumen jetzt den Rest noch weg. Und dann richten wir an und dann können wir losknuppern. Yes. Ready to dip? Yes. Bom, 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 badam, bom, badam. Mh. Ich will auch kurz Zwiebeln kosten. Mh. Very good. Was ich richtig geil finde, was man wirklich schmeckt, dass die Panade ausgemacht ist. Das heißt, sie ist viel besser gewürzt. Du hast so richtig so einen Kick einfach beim Essen. Oh! Da ist noch eine Frage. Okay. Okay, zum Abschluss. Was war der schlechteste Film, den ihr je gesehen habt und warum war er so schlecht? Boah, das ist eine... Der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Ich glaube, der hieß Northman. Der war echt richtig schlecht. Und da haben Leute im Kino, ich war bei so einem Event, auch einfach an Stellen gelacht, die eigentlich voll traurig und dramatisch sein sollten. Daran kannst du natürlich auch immer messen, wie schlecht ist der Film. Das stimmt wohl. Ich finde die Frage nicht so einfach. Also natürlich kann ich ganz viele B-Movie-Splatter irgendwie nehmen, die nicht wirklich gut sind, aber ich erwarte da auch keinen guten Film. Ja. Deswegen mache ich jetzt was Kontroverses und ihr könnt ja dann in der Zwischenzeit unten noch schreiben, wie doof ich eigentlich bin. Ich fand nämlich James Camerons Avatar zum Kotzen. Ich auch. Fürchterlicher Film, völlig überhyped, mega beschissene Story, alles blöd. Ich habe mich so gelangweilt, richtig geärgert und alle, die kamen, das ist der geilste Film aller Zeiten, die haben noch nie einen guten Film gesehen. So, ihr könnt jetzt noch ein paar gute Videos gucken hier an der Seite. Es gibt nämlich einmal Dips für Chips und irgendwas mit Popcorn. Popcorn. Genau, wir sehen uns da. In der Zwischenzeit könnt ihr noch unten ein bisschen tippen, wie doof ich eigentlich bin und vergesst nicht, die Fragen zu beantworten. Tschüss! Bye, bye.